Moin moin Leute, willkommen bei War Pony. Ja, what's on the first April's Fool? Ponys. Ponys, Ponys, Ponys. Ja, es gibt extra einen Reiter dafür. Wäre ziemlich cool gewesen, wenn sie jedes Vehikel als Pony gemacht hätten. Na. Nee, es gibt extra einen Reiter dafür. Alle Ponys sind Reserveflugzeuge. Und ja. Sie heißen einfach Ponyland. Ziemlich cool. Ziemlich cool, wir fliegen jetzt ein bisschen in den Ponys rum. Ich bin die noch nicht geflogen. 1607 Spieler fliegen gerade in Ponys durch die Gegend. Absolut awesome. Ja, da wollen wir mal. Mal gucken, wie sich so Ponys anfliegen. Auf dem Bodenangriff hilft der Alm. Also, sie sind sehr, sehr schnell, was ich gerade so in den Statistiken gesehen habe. Na, hier 955 Kilometer. Ist ja eher wie ein Jet. Aber naja, soll auch nur Fun sein. Auf geht's. Mal gucken, was er mit unserem Orangen. Oh, wie geil ist das denn, Alter? Wie geil ist das denn bitte? Wo wir gerade bei Ponys sind, wer von euch ist eigentlich ein Brony hier bei mir im Channel? Also bei mir auf der Seite. Ich bin einer, also es wird mich nicht nicht wundern, wenn da noch weitere wären. Yellow Pony, King Fire fliegt da oben. First April's Fool, sehr, sehr gelungen. Auf geht's hier, zerstören wir das andere orange Pony. Los, jetzt hier Pony Wars. Oh Gott, ich hab die Crew nicht trainiert. Oh, geil! Die Friendship kennen. Ich feiere das gerade so dermaßen, das glaubt ihr gar nicht, ey. Piu, 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 piu. Klappen einfach noch. Mwahaha, 4200 EB. Leck mich fett, Alter. Shit, shit, shit. Juhu. Kriegfeuer ist abgestürzt. Die olle Nutte. Ich kann auch in Ponys fliegen, auf mit Ponys, wie auch immer. Ja, Bronies for the win, nur mal so. Ja, ich bin Brony. Also wenn irgendwer ist, dann können wir auch ein paar Jokes darüber machen. Shit, das falsch eingeordnet, der ist viel zu schnell. Der ist echt viel zu schnell. Also gehen wir hier auf. Und auf das. Okay, der ist tot. Alter, zieht der durch. Das Problem ist natürlich, jetzt sind da auch haufenweise Pros dabei, weil die hier alle aus ihrem beschissenen Winterschlaf erwacht sind, um den 1. April Scherze zu spielen. Stütze ab, die alte Nutte. Ja, scheiß auf den da oben. Hier unten sind genug. Ponys, Ponys. All Bronies at me. Ja, komm, der da stirbt jetzt. Okay, vielleicht auch nicht. Ich finde die Flügelanimation so geil. Hey, ich hab irgendwie noch am Arsch. Scheiße. What the hell? Ist abgestürzt, guck gleich so ein riesiger. Ist einmal auch abgestürzt? Oder direkt noch unter mir gerade? Wo ist er? Ah, er ist über mir. Der alte Potzer. Pinky Bonnie. Pinky Pie? Ich will nicht auf Pinkie Pie schießen. Meine Fresse, hört auf damit.
Oh Gott, die Teile sind voll schnell, ey. Ist eher wie so ein Jet oder sowas, glaube ich. Noch irgendwer im Arsch? PBY hier gekommen? Was? PBY? Ich glaube nicht. Na, eine Su-2. Lalalala, wie kommt die hier rein? Links. Shit, shit, shit! Nein! Verdammte Axt! Der nächste ist. Ja, ich finde es sehr, sehr geil. Also, ich werde heute lange Zeit diesen Ponys spielen. Ist trotzdem nichts zu tun. Achso, Landeklappen gibt's. Ja, super. Purple Pony. Shiro, 1, 2, 3, I'm on the way to you, bitch. Oh, Alter. Wo ist sie? Ich hasse es. Warum haben die nicht uns gleich trainierte Crews mitgegeben? Das wäre doch deutlich geiler gewesen, ey. Warum hat Rarity überhaupt Flüge? So. Es ist übrigens mal ein Dienstag-Special. Mittwoch kommt auch noch ein ganz normales Video von mir im War Thunder-Bereich ohne Ponys. Das habe ich schon am 31. aufgenommen. Ups, nein, ich muss nachladen. Nein! Scheiße. Ja. Wir haben verloren. Zwar nur ganz wenig, aber wir haben verloren. Schade! Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Noch zwei Kills. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Das sieht so geil aus, ey. Ja, awesome. Dann kann ich meinen Rang 8 auf jeden Fall auf Rang 9 pushen. Und hier gibt es nichts zu erforschen. Historische Schlachten? Lalalala. Ich kann mit dem Ding in historische Schlachten gehen? Nein, ich glaube nicht. So, ich habe noch 2 Stunden Premium. Und ich glaube, die werde ich ausnutzen, um ein bisschen Geld zu farmen, beziehungsweise EP zu farmen. Aber ja, solltet ihr euch auf jeden Fall am Montag angetan haben. Ansonsten... Ich weiß nicht, warum man sich sowas entgegenlassen muss. Ich habe es jetzt auf Video, dass ich Ponys gespielt habe und Niederlage, ja. Trotzdem 29.000 EP und 1.300 Geld. Wir haben eine Mission freigeschaltet. Seeschlangen. Mission könnten wir auch mal fliegen, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Das können wir jetzt gleich mal hier abquatschen. Wenn euch zum Beispiel Missionen oder sowas mal interessieren, also diese Spielmodis hier, also diese Singleplayer-Spielmodis bzw. Koop-Spielmodis. Ich weiß nicht, ob die euch interessieren. Sonst können wir hier auch mal Einzelmissionen machen. So viele habe ich da noch nicht frei. Segel Katharina, Catalina, also Cat Segel, die fand ich sehr, sehr episch. Ich habe es halt nur auf normal gespielt, logischerweise. Aber ja. Da könnten wir bestimmt einige mal spielen. Also als Zwischending, wenn, keine Ahnung, irgendwie am Donnerstag mal. Also normalerweise ist ja Mittwoch und Sonntag immer War Thunder Tag. Ich schmeiß ja mittlerweile immer irgendwas zwischen, da ich aktuell nicht so Bock habe auf World of Tanks, weil Teams und so. Ja. Da könnte man ja auch mal sowas zwischenschmeißen. Hm? Keine Ahnung. Gibt ja haufenweise Missionen, die ich alle nicht freigeschaltet habe. Hab ich irgendwas freigeschaltet? Ja, Glühwürmchen, okay. Egal. Einfach mal rein in die Comments damit, wenn ihr sagt, ja, Ponys sind awesome, das sowieso. Alter, 111.000 Wörter, ne?
Und was? Erster Weltkrieg? Ach so, Weltkriege. Ach so, das sind die War-Kriege. Ja. Und wenn er sagt, ne, Missionen sollten mal gespielt werden und Ponys sind awesome. Ne? So viel dazu. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!